Zahlung, genau deswegen, Bro. Deswegen erstmal danke, die Chris nochmal vielmals für das geile Edifying und so weiter und so fort. Aber Guys, genau so sollten wir auf jeden Fall in die letzten 3 Monate von diesem Jahr reinstarten, okay, Guys? Weil, Leute, dieser Teamcall wird crazy. Ich kann euch echt einige Dinge mitgeben, auch als Tarik vorbereitet für später. Guys, for real. Ich kann euch echt eine Sache mitgeben. Dieser Call ist nicht nur entscheidend dafür, wie die nächsten 3 Monate bei dir aussehen, sondern dieser Call ist entscheidend dafür, wie in der nächsten Zeit die nächsten Tage, wie die nächsten Wochen aussehen. Deswegen lasst uns wirklich schauen, dass wir fokussiert am Start sind. Okay, ich meine, wir haben jetzt Rank-Ups gepoppt. Okay, es kommt unser Ziel, unser Standard sollte es sein, dass wir jede Woche auf jeden Team-Call P150, P6s, P1Ks haben. Weil Leute, wenn ich darüber nachdenke von damals, Guys, jeder Team-Call, da war die P150 Factory die ganze Zeit am Laufen. Okay, die war am Rattern ohne Ende. Und genau diese Factory kommt nach und nach wieder zurück. Aber Leute, ich würde sagen, lasst uns gerne in den Call reinstarten, da wir nicht allzu viel Zeit haben, okay? Weil, Leute, ich kann euch ehrlich sagen, dieser Call, ich habe mir sehr viele Punkte aufgeschrieben, musste meine ganzen Punkte zusammenwürfeln, dass ich auf jeden Fall irgendwo das euch mitgeben kann, was ich vorbereitet habe. Weil, Leute, for real, dieser Monat oder die nächsten 3 Monate, das sind die entscheidendsten Monate in deinem Business. Leute, egal was gerade passiert, egal was du gerade um dich rum hast, dein Ziel sollte es jetzt sein, dass du genau diesen Call für dich mitnimmst und die Punkte zu 100% umsetzen tust und die zu 100% in den nächsten 90 Tagen dann machen solltest. Warum, Guys? Weil diese 90 Tage sind sehr entscheidend dafür, wie du Ende dieses Jahres dein Rank, dein Result im Trading, egal was, du beenden wirst. Weil, Leute, ich sag euch ehrlich, die letzten 3 Jahre von egal welchem Jahr, egal wo, überall ist Momentum, Guys. Egal was du siehst, sei es im Unternehmertum, im Arbeitnehmertum, egal wo, überall ist Momentum. Warum, Guys? Die Zeit vergeht schneller, es wird dunkler, es bedeutet also für uns viel mehr Grind. Und ich meine, das schönste Gefühl, was du siehst, ist, ey, wenn es auf einmal dunkel ist und du die ganze Zeit nur in Calls drinne sitzt, auf einmal du die ganze Zeit im Chart drinne bist und du merkst, ey, die Zeit, die fliegt so krass, aber du machst das Ganze nur für deine Träume und Ziele. Deswegen lasst uns wirklich schauen, dass sie diesen Call sehr, 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 sehr ernst nehmen, weil, Leute, meine Frage ist auf jeden Fall an euch. Ihr müsst jetzt nicht im Chat beantworten, aber wie willst du dieses Jahr abschließen? Was soll der Rank sein? Was soll dein Funded-Konto sein, was du bis Ende dieses Jahres wirklich erreichen willst? Weil, wenn ich darüber nachdenke, Guys, wir sind 76 Teilnehmer auf diesem Call. Wir sind vor dem Sommer in diesem Call gewesen mit 150 Leuten. Bedeutet, wir haben alleine jetzt schon die Hälfte. Bedeutet, du hast den Sommer gerade überlebt, mit allen Ablenkungen. Deine Freunde waren draußen, Strandpartys, was auch immer, egal was war, Geburtstage, bla bla bla. Du hast diese ganzen Dinge gerade überlebt und willst jetzt irgendwo eine Entscheidung treffen, was zu verändern. Bedeutet jetzt, genau jetzt, wir haben den 2. Oktober. Bedeutet, von dem 90-Day-Run sind 2 Tage schon vergangen. Bedeutet, genau jetzt solltest du diese Entscheidung treffen, was in deinem Leben zu verändern. Weil genau jetzt hast du das Ganze in der Hand. Du hast jetzt die Möglichkeit, bis Ende 2023 Dinge bei dir zu changen. Bedeutet also, dieser Run, die nächsten 90 Tage, die du hier wirklich hast, sind so entscheidend dafür, was du hast. Bedeutet also, ich meine, wenn ich darüber nachdenke, ich bin ein bisschen meine Galerie durchgegangen. Leute, for real, überleg mal, in diesem Oktober vor 2 Jahren ist ein Mickey P5K gegangen, ist ein Daniel Ramos P5K gegangen, okay? In diesem Oktober ist ein Chris Lehmann P2K gegangen. Bedeutet also, alleine weil die ganzen Jungs damals diese Entscheidung getroffen haben, sind sie in diese Ranks reingekommen. Alleine weil sie diese Entscheidung getroffen haben, jeden Tag was zu tun, haben sie diese ganzen Dinge dann gemacht. Und ich will dir eine Sache mitgeben, weil der Sommer ist jetzt vorbei. Und bei der einen oder anderen Person hier auf diesem Call, du hast vielleicht Personal Momentum, du bist gerade am Start, du bist gerade on the run. Glaub mir, trust me, das, was du jetzt tust, zahlt sich wirklich aus in den nächsten 90 Tagen, was du erreichen willst. Bedeutet also, um jetzt wirklich in diesem Business große Action zu geben, sollten wir diesen Winter so betrachten, als wären wir jetzt in den Grind 24/7, dass wir es wollen. Okay, weil, Guys, wenn es um Network geht, die meisten Menschen da draußen, es wird dunkel, die Leute kriegen gefühlt Depris, weil sie nichts anderes haben. Genau jetzt ist die Zeit, wo deiner Person diesen Prospekt mehr, vielleicht ein Beispiel mehr gibst, okay, warum sie hier in diesem Business reinstarten soll, okay, dass du einen Call mit der Person mehr machen solltest und so weiter und so fort. Bedeutet jetzt gerade in der Zeit, wo wir sind, sollten wir anfangen, nicht lost mehr rumzulaufen, sondern uns sollte bewusst sein, was wir wirklich für Ressourcen haben, weil, Guys, wenn ich darüber nachdenke, wir haben jetzt die Promotion, die gerade am Laufen ist, okay? Wir haben eine Probewoche, die jetzt gerade am Start ist. Wir haben so viele Dinge, die uns gerade gegeben werden von oben. Die Frage ist, wie nutzt du diese Dinge gerade? Was tust du gerade wirklich, um in diesem Business in die Action zu kommen? Was tust du gerade wirklich und wie promotest du diese ganzen Dinge? Weil deine Upline hat diesen Erfolg. Deine Upline hat diese Dinge von damals genutzt. Die Frage ist, wie nutzt du diese Dinge? Guys, wenn ich darüber nachdenke, Unternehmertum, allgemein Unternehmertum, dieser ganze Bereich,
95% auf dieser Welt, die meisten Menschen werden nicht erfolgreich, weil sie Zweifel haben, weil sie Ängste haben, weil sie keine Disziplin haben, aber weil sie keine Veränderung haben wollen und immer wieder das gleiche Umfeld haben. Guys, diese letzten 3 Monate, die du wirklich hast, du kannst jetzt anfangen, daran was zu verändern. Du kannst jetzt die Person sein, die sagt, ey, egal was passiert ist, aber die Goals, die ich mir Anfang 2023 gesetzt habe, werde ich jetzt erreichen. Wenn ich darüber nachdenke, die meisten Menschen oder die Leute, die seit langem schon am Start sind und jetzt sehr, sehr große Ranks haben, P2K above sind, Geist, das sind alles Menschen, die damals den Sommer verzichtet haben, genauso wie du, aber diese Entscheidung getroffen haben, die letzten 3 Monate so krass für sich zu nutzen, um wirklich diese Chairman-Mentality zu haben. Deswegen frag dich gerade selber, warum solltest du jetzt gerade Chairman gehen? Und warum solltest du Seven Figs gehen? Warum solltest du Seven Figure Funded gehen? Warum du? Aus welchem Grund? Man wird nicht irgendwie Chairman gehen, indem man nichts macht. Man geht doch nicht irgendwie Seven Figs, indem man nichts macht oder so. Guys, deine Work Ethic, die du jetzt hast, bestimmt, wie die nächsten 90 Tage aussehen. Bedeutet, diese 90 Tage, das ist ein Kampf mit dir selber. Das ist kein Kampf gegen deine Ablehnung oder so. Das ist ein Kampf mit dir selber, wie du jeden Tag das Ganze tust. Und ich meine, wir hatten alle Gamepläne gehabt. Guys, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt einen Gameplan, den du dir selber machst. Den machst du nicht mit deiner Upline, den tust du mit dir selber und du erledigst alles, egal was, in den nächsten 90 Tagen, um dein Level up zu machen. Weil, Guys, was ich euch wirklich auf diesem Part mitgeben möchte, ist eine Sache. Uns sollte bewusst sein, als ich wirklich vor 2 Jahren diesen Klickmoment bekommen habe, ich verstanden habe, warum ich überhaupt dieses Business tue, hat sich bei mir alles wirklich verändert. Und Guys, ich will real mit euch sein. Ich will euch genau das mitgeben, was mir damals gesagt wurde und was ich vom Klickmoment wirklich bekommen habe. Weil, Guys, wenn ich mal darüber nachdenke und reflektiere, unser Ziel ist es, dass wir unser Why erreichen. Aber ich will noch tiefer in diese Materie reingehen. Verstehe, diese Welt, egal wo wir gerade sind, Guys, wir sind gerade in einer Weltsituation, Inflation, Weltwirtschaftskrise, egal was, Corona-Pandemie kommt anscheinend wieder. Es kommen so viele Dinge auf uns zu, die meisten Menschen sind so negativ. Aber Gott hat dir eine Gabe gegeben. Du wurdest erschaffen, um meine Aufgabe zu lösen. Egal an was du glaubst, egal an wen du glaubst, okay? Egal was, du wurdest erschaffen, um eine Aufgabe dann zu machen. Wenn du diese Aufgabe noch nicht gefunden hast, trust me, mach einfach weiter, keep going, versuch diese 90 Tage ernst zu nehmen, damit du diese Aufgabe findest. Aber ich will dir klar machen, egal was du tust, egal was du gerade machst, diese Welt, als du geboren wurdest, gab es schon vorher und die Welt, nachdem du irgendwann mal, leider Gottes, gehen wirst, wird es weiterhin geben. Die Frage ist aber, die Aufgabe, die du hast, wie krass nutzt du diese Aufgabe? Okay, was tust du ganz genau? Geist, in diesen letzten 2 Jahren, wenn ich darüber nachdenke, wir sind extrem jung hier auf diesem Call. Guys, drop mal kurz in den Chat rein, wie alt du gerade bist. Drop mal in den Chat rein, wie alt du gerade bist. 23, 21, 19, 24. Guys, wir sehen, wie der Durchschnitt hier auf diesem Call sind 18 bis 25. Macht euch das mal bewusst. Wir sind in einer Company, wo wir uns klar machen, dass wir was für unsere Träume und Ziele tun. Wir sind in dieser Company gelandet, um uns klar zu machen, was wir erreichen. Und ich will dir kurz klar machen, du bist hier gestartet in diesem Business, um eine Aufgabe zu lösen. Du bist gestartet in diesem Business, um was zu erreichen. Die Frage ist aber, was tust du ganz genau jetzt? Was tust du ganz genau jetzt, um diese Aufgabe dann zu machen? Guys, was ich damals hören musste, Imran, egal was du tust, egal was du machst, die ganze Zeit, die du reinsteckst, diese Zeit, die zahlt sich zu 100% aus. Aber Leute, wenn ich mal darüber reflektiere, ich kann 24/7 doch darüber reden. Ich kann 24/7 sagen, ey, ich muss da in den Grind gehen und da in den Grind gehen. Aber genau jetzt in dieser Phase, wo wir uns befinden, ist es gerade das Wichtigste, was du überhaupt haben tust. Warum? Weil als ich diese Message verstanden habe, dass ich in den Grind gehen muss, hat sich bei mir nicht nur meine Denkensweise verändert, die Kontakte, egal was, weil, Leute, überlegt mal, stellt euch mal vor, macht euch mal kurz bewusst, damals, als ihr gestartet seid, mit was für einem Gefühl ihr in dieses Business gestartet seid, wie dieses Feeling wirklich war, als ihr gestartet seid, ihr wart alle excited, okay, vielleicht bist du gerade noch nicht mehr gestartet, aber du bist todesexcited, dieses Business dann zu machen. Trust me, guys, wenn wir anfangen, genau mit derselben Mentality jetzt Gas zu geben, plus mit den ganzen Kontakten, die wir jetzt haben, okay, mit dem ganzen Punkt, was wir jetzt mittlerweile hier wirklich bekommen haben, genauso Gas zu geben, werden wir Level Ups in diesem Business machen. Überleg mal, reflektier mal, wo du damals standest und überleg mal, wo du jetzt stehst. Mit den Trades, die du gemacht hast, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den ganzen Kontakten, die du um dich rum hast. Und stell dir mal vor, mit diesem Wissensstand, was du jetzt gerade hast, gehst du wieder in den Grind. Gehst du diese Extrameile. Tust dir wieder diesen Gefallen und sagst, ey, alles, was ich jetzt mache, ich mache das ganze Ding dann. Egal, was auf mich zukommt, ich stecke diese Hingabe rein und ich tue was dafür. Guys, deine Hingabe, die Hingabe, die du in diesem Business wirklich reinlegst, ist das, was du in den nächsten 90 Tagen bekommst. Die ganzen Results, die du hast.
Weil, überleg mal, Guys, egal was du, egal welche Person es ist, deine Upline ist die ganze Zeit am Grinden, deine Upline macht die ganze Zeit Calls, ist die ganze Zeit am Ballern, aber für was für ein Purpose? Weil deine Upline verstanden hat, was ihre Aufgabe ist im Leben. Weil deine Upline verstanden hat, was sie im Leben haben will. Du hast ein Why, du hast so große Träume und Ziele. Guys, du kannst dein Goal erreichen in den nächsten 90 Tagen, wenn du das Ganze ernst meinst. Wenn du dir selber klar machst, warum du das Ganze hier tust. Warum du hier in diesem Business gestartet bist und was du hier ganz genau machen möchtest. Weil, Leute, 95% auf dieser Welt, egal welche Person es ist, die meisten Menschen scheitern einfach nur daran, weil sie nicht richtig in die Action kommen, weil sie sich selber nicht klar machen, warum sie es wollen. Leute, wenn ich darüber nachdenke, so viele Leute sind hier am Start, so viele Leute wollen Ranks machen, aber die meisten Menschen, wenn es dann um die Umsetzung kommt, verkacken die meisten. Verkacken die meisten. Gerade jetzt im Network, wenn du mal darüber nachdenkst, die Dinge, die du wirklich brauchst, um im Network große Resultate zu haben, sind einfach nur MMAs. Sind einfach nur konstant MMAs. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie irgendwelche MMAs ballerst oder so. Es geht darum, dass du konstant genau da drin bist, dass du jeden Tag einen First Call hast, jeden Tag einen Follow-up hast, deine Numbers increasen tust, deine Numbers vergrößerst, egal was du tust, hier wirklich in den Grind reingehst. Weil Leute, diese 90 Tage, die wir wirklich haben, sind nicht nur entscheidend für den Erfolg, den du hast, sondern wie krass, wie du näher kommen möchtest zu deinem Ziel. Und genau das war damals der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, double your work ethic and then you double results. Baue Personal Momentum auf. Erhöhe deine Nummern, die du hast. Setz dir Standards. Versuch aus deinem Namen eine Brand zu machen. Guys, wenn ich darüber nachdenke, sei es ein Adrian, ein Erik, ein Tarek, ein Miki, das sind alles Menschen, die sich damals hingesetzt haben und eine Sache nur gemeistert haben. Work Ethic. Sich hinzusetzen und den Arsch aufzureißen. Den Kalender voll zu machen. Die ganzen Go-Live-Sessions zu smashen, egal welche Person es ist. Guys, das sind alles Personen, die nicht nur am Start waren, weil sie am Start sein mussten. Nein, sie sind gestartet, weil sie mit dem Purpose, weil sie verstanden haben, was sie erreichen wollen. Weil sie verstanden haben, was in den nächsten 90 Tagen hier passiert. Guys, ich will euch kurz klar machen: Unternehmertum, gerade an dem Punkt, wo wir uns gerade befinden. Die größten Resultate in egal welchem Business sind immer in dieser Winterphase. Wenn du die Person bist und die ganzen Dinge, die ganzen Sachen, die wir gerade haben, ausnutzen tust, dich selber nochmal hinsetzen tust, in den Grind reingehst, die Mentality hast, die du damals hattest, als du gestartet bist, wirst du in diesem Business Big Results haben. Aber von so einer Work Ethic, die du jetzt gerade vielleicht hast, kannst du nicht groß rauskommen. Deswegen solltest du die Person sein, die sich hinsetzen tut und in den Grind reingeht. Wo du jeden Tag dir selber sagst, dass du die Extrameile gehst, dass du es dir beweisen tust, dass du nicht nur in diesem Business am Start bist, weil du am Start bist, sondern wirklich, dass du deine Upline beweisen tust. Guys, mein Ziel war es damals, dass ich einen Adrian beweise, dass ich es will. Mein Ziel war es damals, dass ich einen Namen aufbaue, dass die Leute, sei es ein Ilya, ein Mikia, egal wer, dass die Leute wissen, wer ich bin. Und deine Upline weiß, wer du bist. Deine Upline arbeitet so eng mit dir zusammen. Warum? Weil deine Upline das Goal, was du erreichen willst, dir dabei helfen will, dass du es erreichen willst. Oder dass du es erreichen kannst. Und das sollte das Ding sein. Das heißt, das, was deine Aufgabe sein sollte, dein Ziel, schau wirklich darauf, dass du die Extrameile gehst, in dem Sinne, dass du dir jetzt beweisen tust, was du erreichen kannst, was dein Goal ist bis Ende dieses Jahres, worauf du aufarbeiten kannst. Leute, glaubt mir, die letzten 3 Monate, egal was du tust von diesem Jahr, die sind so entscheidend dafür, dass du noch näher an deinen ganzen Results kommst. Ich meine, überleg mal, Guys. Wenn ich darüber nach, vor 2 Jahren hatten wir in dieser Zeit das P6-Event gehabt. Leute, gefühlt vor diesem P6-Event, wenn ich darüber nachdenke, mir hatten damals gefühlt 10 Leute gefehlt zu dem P6. Ich habe jeden Tag einen Adrian angerufen und gesagt, Bro, was kann ich machen, um diesen Rank dann zu machen? Bro, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was ich machen muss. Also, Bro, keep going, mach einfach, mach einfach. Habe diese Work Ethic, mach deinen Kalender voll und beweise es dir selber, dass du es willst. Beweise es dir selber, dass du es drauf hast. Egal was, auch sei es im Trading, egal wo, beweise es dir selber, dass du es machen möchtest. Ich habe gemacht, es kam nichts. Ich habe weitergemacht und gemacht und gemacht. Und aus dem Nichts kamen die Anmeldungen und dadurch kam der P6. Genau dasselbe damals mit dem P1K. Guys, wir sind in den Grind reingegangen, haben gemacht und haben gemacht und irgendwann mal kam das Ganze. Bedeutet, die Resultate, die kommen nicht von heute auf morgen auf dich zu, aber das, was du jetzt gerade in deinen 4 Wänden tust, so wie du jetzt gerade arbeitest, auch wenn deine Mama, dein Papa, egal wer es ist, egal wer in diesem Haus ist, wenn die Leute nicht sehen, was du gerade tust, aber du selber siehst, was du gerade tust, das ist genau der entscheidende Punkt, ob du in diesem Business erfolgreich wirst oder nicht. Guys, wenn ich darüber nachdenke, ihr kennt diesen Satz, wenn ein Alex Morton eine Kamera oben links, da irgendwo in der Ecke, eine Kamera stellen würde und der, die dabei zugucken würde, wäre der Mann stolz auf dich? Oder würde er sich denken, ach krass, Mann, das ist schon wieder irgend so ein Typ, irgend so ein Random?
Geist, genau das. Als ich mit dieser Mentality da reingegangen bin, habe ich verstanden, was ich hier in diesem Business haben will. Wir sind gestartet in diesem Business, um uns selber eine Aufgabe dann zu machen, um selber Dinge hier zu erreichen. Und ich meine, um in diesem Business große Dinge zu erreichen, müssen wir anfangen, uns selber klarzumachen, dass wir es wollen. Dass du den Kalender von deiner Upline jeden 24/7 voll machst, dass die Leute wissen, wer du bist. Aber wenn du die Person bleibst, die du jetzt gerade bist, dann wird sich daran nichts ändern. Dann wird sich daran nichts ändern. Und genau deswegen war das damals der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Imran, wenn du hier Level Ups in diesem Business haben möchtest, solltest du anfangen, dich als Person zu ändern. Du solltest anfangen, deine Umgebung zu verändern. Komme wirklich auf diesen Mental State of Mind, dass du nicht nur die Extrameile gehen willst, sondern Veränderungen in deinem Leben haben möchtest. Weil, Guys, seid mir ehrlich, den Lifestyle, bei mir war es damals so, den Lifestyle, den ich damals hatte, den wollte ich nicht so weiterführen. Dass ich die ganze Zeit arbeiten gehe, dass ich das mache, dass ich dies mache. Aber wenn ich jetzt anfange, diese 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, diese Jahre zu verzichten, auf Komfort, auf egal was, und einfach hier in diesen Grind reingehe, kann ich so große Dinge erreichen. Und Guys, diese 3 Monate, for real, ich kann euch wirklich sagen, sei es im Network Marketing oder im Trading, egal wo, Guys, diese letzten 3 Monate von egal welchem Jahr, das sind die Jahre, das sind wirklich die Momente, wo du einen Boost in diesem Business bekommst. For real. Auf einmal Numbers Game funktioniert, Follow-ups funktionieren, alles funktioniert, wenn du es willst. Aber du musst anfangen, dich mental darauf jetzt vorzubereiten, jetzt die Extrameile zu gehen, weil im Sommerloch sind wir nicht mehr. Guys, Sommer ist vorbei, es kommt langsam Winter. Bedeutet, die Jungs, die Leute von damals waren die ganze Zeit feiern, aber jetzt, genau jetzt ist der Tag, wo du anfangen solltest, die Entscheidung zu treffen und die nächsten 90 Tage einen Kampf mit dir selber zu haben. Sei es körperlich, sei es finanziell, bei egal was, dass du dich hinsetzt und diesen Grind reingibst, dass du dich hinsetzt und jeden Tag die Extrameile gehst, dass du es dir klar machst, dass du es willst. Weil Leute, for real, jeder hier von uns auf diesem Call will P150, P6, P1K, P2 gehen, P5, was auch immer. Okay? Jeder von uns. Aber wenn wir jetzt anfangen, diese kleinen Entscheidungen zu treffen, auf Komfort wegzugehen und wirklich diese Extrameile zu gehen, werden wir das Ganze hier in diesem Business erreichen. Aber nur du entscheidest, nicht deine Upline, nur du entscheidest, wie du dieses Business wirklich rangehst, was du ganz genau tust. Weil, Leute, for real, das war damals so die Punkte, die ich wirklich verstanden habe, weil, Guys, der Part, den gleich Tarek auf jeden Fall euch mitgeben wird, das ist der Part, der euch wirklich diesen Kick gibt, weil ich will euch einfach nur aus meiner Erfahrung mitgeben, wenn du diese Entscheidung wirklich triffst und sagst, ich will in den nächsten 90 Tagen das Beste aus mir rausholen, den Grind reingehen, okay, jeden Tag die Extrameile gehen, wirst du in diesem Business Big Results auf jeden Fall haben. Dann wirst du an deiner Work Ethic was verändern. Aber du solltest die Person sein, die sich jetzt hinsetzt und in den Grind reingeht und die Entscheidung trifft, was an sich zu verändern, okay? Deswegen, ich würde sagen, Chris, ich gebe dir auf jeden Fall nochmal das Wort, dass du auf jeden Fall Tarek das Edifying gibst, okay? Deswegen, Guys, lass uns auf jeden Fall auf den Part von Tarek vorbereiten, weil die Punkte, die ein Tarek vorbereitet hat, die ergänzen sich zueinander. Die ergänzen sich zueinander, die ich auf jeden Fall mir aufgeschrieben habe. Deswegen, Guys, lass uns wirklich diese Punkte extrem ernst nehmen. Deswegen, ich würde sagen, Chris, Bro, ich gebe dir auf jeden Fall das Wort und let's go, Bro. Let's go, Mann. Danke auf jeden Fall für deinen Part, Brudi. Also ich fand diesen Punkt so wichtig, dieses mach dir einen Namen, bau dir einen Namen auf in diesem Business. Egal, ob bei deiner Upline, egal, ob die bei den großen Uplines, bei Ilya und so weiter und so fort, Guys. Lass uns schauen, dass wir ein Name werden, oder? In diesem Business, dass Leute uns kennen und nicht nur kennen für irgendwie, ja, man ist da oder sowas, sondern kennen für Work Ethic, weil das ist etwas, was Tarek absolut gemeistert hat, Guys. Also einen Tarek, for real. Tarek kannte ganz Empire, ganz, ich glaube, ganz IEM sogar, einfach nur weil er Work Ethic gegeben hat. Einfach nur, weil er wusste, hey, okay, ich muss diese Dinge tun und ich setze diese Dinge einfach um und komme an diesen Punkt, Guys. Und wisst ihr, eine Sache, die ich euch kurz mitgeben möchte, die ich sehr interessant finde an Tarek, er ist hier auf einem fremden Team-Call und Tarek war einer der pünktlichsten hier auf diesem Call, Guys. Ich finde es so krass, dass ein Tarek auf einem fremden Team-Call ist und pünktlicher ist als andere Menschen. Warum? Weil er einfach verstanden hat, dass er dieses Business hier professionell aufbauen sollte. Weil er verstanden hat, dass selbst die kleinen Dinge so viel ausmachen können. Nicht nur irgendwie, hey, okay, auf welchen Bühnen speakst du oder sonstiges, sondern selbst eine Pünktlichkeit auf dem Team-Call ist so wichtig, Guys. Und ich finde es so krass, dass wir das sehen bei einem P2K, bei einem Almost P5K und for real, also vom Mindset her, von der Work Ethic,
Optik her already Champion Tengai ist. Dass wir das von so einem Menschen immer noch sehen, dass er wirklich bereit ist, in die Trenches zu gehen. Wenn ich die Stories von einem Tarek angucke, Guys, der ist nicht zu Hause oder sowas, sondern am Wochenende ist er launchen. Montag bis Freitag ist er zu Hause und macht seine Calls, Guys. Er ist ready, wirklich jeden Einzelnen in seiner Organisation auf dieses nächste Level zu bekommen. Und nicht nur das, sondern auch jeden Einzelnen hier in dieser Organisation. Weil ich weiß ganz genau, wie oft Tarek mir selber geholfen hat, obwohl er nicht einen Cent davon verdienen würde oder wird, dass er mir irgendwie davon hilft. Aber trotzdem ist er jedes einzelne Mal für mich da und nicht nur für mich, sondern für jede einzelne Person hier in diesem Call, Guys. Das kann ich euch zu 100% sagen. Und genau deswegen schätze ich es so wert, dass ein Tarek hier da ist. Und Guys, ich möchte euch wirklich eine Sache mitgeben. Wenn ihr jetzt noch keine Notes gemacht habt, dann macht bitte jetzt Notes, weil ihr werdet Notes von einem Chairman 10, 25 und 50 verpassen, Guys. Deswegen lasst uns auf jeden Fall fokussiert sein. Lasst uns auf jeden Fall aufmerksam sein auf diesem Call. Bro, ich habe dir den Kurs gegeben. Du kannst dich entstummen. Danke dir auf jeden Fall, dass du hier am Start bist. Ich bedanke mich im ganzen Namen von Team B. Ich gebe dir das Wort und let's go, Mann. Alright, let's go. Geil, Mann. Bro, danke. Ich wurde sogar angepinnt. Danke an Deep. Stop, du warst, Bro. Danke dir. Geil, Mann. Bro, danke dir echt für die lieben Worte. Ich wundere, warum ich die Cam aus hatte. Ich habe kein Ego. Sondern Adrian, du kennst es. Bro, Mann, es ist cringe, die Cam zu haben, wenn man geedified wird, okay? Man kommt nicht schmunzeln. Das ist nicht cool. Deswegen, Bro, wirklich danke für die lieben Worte, Mann. Und ich bin sehr stolz auf dich, Mann. Leute, ich kenne einen Chris, zu dem er mal frisch P6-Hunde gegangen ist. Ich habe einen Chris miterlebt. Leute, wo ich mir einen Chris als P6 4, 5, 6 Mal gecallt habe. Leute, ich habe einen Chris als P1K miterlebt, der mit mir gecallt hat, der mir Fragen stellte, der sich niemals zu schade war, die extra Meile an Coachability zu gehen, der sich niemals zu schade war, Matthews Team zu machen, Guys. Deswegen give it up for Chris, dass er das Ganze moderiert, dass er das Ganze hostet. Aber dass er ein Leader ist und eine Säule ist, eine wortwörtliche Säule ist von diesem Team, Guys. Weil das ist insane. Bro, P2K ist loading, vor allem auch für dich. Und congrats an die neuen P150s. Sehr, sehr strong. Und Leute, ich hab euch einiges vorbereitet. Ich werde heute über die reine Umsetzung reden. Über die reine Umsetzung. Weil ich denke, am Ende des Tages, wir alle wissen, 90 Tage bis Ende des Jahres, wuhu, cool. Und wir können auch Konfetti hier noch Konfetti-Pistolen holen und Ballons. Aber am Ende des Tages, das, was wichtig ist, ist die Umsetzung, oder? Du kannst von mir hören, was du willst. Am Ende des Tages, das, was ich erfolgreich mache, ist nicht das, was ich sage, sondern das, was du machst, wenn das aus ist, deine Cam. Das, was du machst, wenn kein einziger dir zuschaut. Das, was du machst, hinter deinen verschlossenen Türen. Das ist das, was anfängt, relevant zu werden, wenn es um deinen Rank geht. Wenn es um einen XXX-Trading-Account geht. Wenn es um irgendetwas geht im Business, geht es jedes einfach nur um eine Sache, und zwar um deine Umsetzung. Weil 90 Tage, ist eben gesagt, 90 Tage... Und lass jetzt mal ganz wirklich durch den Kopf gehen. 90 Tage können wirklich, und ich meine es so, wie ich es gerade sage, wirklich alles bei dir verändern. Und da meine ich wirklich alles. All die Struggles, die du jetzt hast, können in den nächsten 90 Tagen, in den nächsten 3 Monaten weg sein. Du bist 10.000 funded von mir aus. Du bist 25.000 funded von mir aus. Stell dir das vor. Du hast das Trading-Konto, was du willst. Die Challenge, in der du gerade drin bist, die bestehst du in den nächsten 90 Tagen. Stell dir das genauso mal vor. In der Challenge, in der du gerade drin bist, die bestehst du. Und du machst im Monat nur 2-5% von mir aus. Nur 2-5% von mir aus. Mach nur 2%, okay? Muss kein Hexenwerk auf die Beine stellen. Du machst im Monat 2%. Wie sehr wird es dein Leben verändern? Du verdoppelst deinen Rank. Du bist anstatt P150, du bist P1K. Wie sehr wird es dein Leben verändern? Aber das, was wir brauchen, Leute, wenn ich Imrans Part zusammenfasse, Imran hat einfach nur über eine Sache geredet. Entscheidung. Du wirst eine Entscheidung treffen müssen. Eine Entscheidung heißt nicht zu sagen, wir droppen mal eine einzelne Chat. Wenn du noch nicht P150 bist oder mal P150-Fokus gegangen bist und ein Upline dir immer gesagt hat, du musst eine Entscheidung treffen. Und du dir dachtest, Digga, was labert der? Ich hab doch die Entscheidung getroffen. Entscheidung treffen heißt es nicht, es zu sagen, dass man die Entscheidung trifft, sondern es zu tun, damit es gemeint, du triffst die Entscheidung. Alles zu tun, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das bedeutet es, eine Entscheidung zu treffen. Weißt du, was heißt, eine Entscheidung zu treffen? Wir haben 2 Uhr nachts, eine Person fehlt dir auf den Rank und du triffst die Entscheidung, diesen Rank dann zu machen und du meldest um 3 Uhr nachts eine Person an. Weißt du, was heißt, eine Entscheidung zu treffen? Wir haben 0 Uhr, mitten in der Anmeldung blockt dich die Person und du triffst die Entscheidung, diesen Rank dann zu machen und du hast um 2 Uhr nachts deine nächste Anmeldung. Weißt du, eine Entscheidung heißt, mal gegen den einen Trade Nein zu sagen und sogar, wenn in den TP läuft, es zu akzeptieren. Das heißt es, eine wahrhaftige Entscheidung zu treffen. Nicht zu sagen, oh ja, ich bin jetzt P150 und act as if
Wir alle sind sehr gut darin, uns schnell zu motivieren, oder? Ich schaue mir einmal Andrew Tate an und dann will ich gefühlt durch die Wand springen, oder? Am Ende des Tages ist es sehr leicht, sich motivieren zu lassen. Am Ende des Tages ist es schwer, Dedication zu haben, Hingabe. Und wisst ihr, warum Menschen nicht an ihre Ziele kommen in den meisten Fällen? Es ist nicht, weil sie zu groß sind, sondern es ist, weil die Arbeit zu klein ist. Menschen glauben nicht an ihre Ziele, nicht weil die Ziele zu groß sind, sondern weil die Arbeit zu klein ist. Was meine ich damit? Am Ende des Tages, das Business hier wird durch Work Ethic aufgebaut. Das Business hier, du kannst die beste Routine haben. Ich habe letztens was auf Instagram gepostet. Nobody cares about how good you are in planning, if you are shit in getting into action. Am Ende des Tages juckt es keine einzige Person, wie gut du drin bist, deine Wochen zu planen, deine Monate zu planen, deine Tage zu planen, morgens zu meditieren, affirmieren, zu spazieren, whatever. Am Ende des Tages, das, was relevant ist, ist die Action, die du reinsteckst. Die meisten Menschen verschwenden den ganzen Tag damit, Einarbeitungen zu machen, Connect-Calls zu machen und draußen Menschen zu sprechen, aber keine einzige Person kümmert sich mal wirklich darum, mit Menschen zu sprechen, weil das hat Jim Rohn gesagt, wenn ich auf Network eingehe. Jim Rohn meinte, es geht nicht darum, mit Interessenten zu sprechen, sondern mit Interessenten, die kauffähig wären für dein Produkt. Simpel, oder? Ich kann mich morgen auch mit einem 15-Jährigen connecten, der sich für mein Business interessiert, aber am Ende des Tages merkt ihr, woran es hakt? Ein MMA ist es nicht, 50 Go-Live-Sessions zu schauen und zu schauen, wie Pravin die Märkte in- und auswendig lernt und zu schauen, wie ein Sydney-Impuls auseinandernimmt. Nein, der Key im Trading ist nicht die Theorie, sondern die Umsetzung dahinter, oder? Simpel. Ich kann mir den ganzen Tag lang anschauen, wie Anthony Paris die Märkte analysiert und wie Erik Lucas GJ auseinandernimmt, aber mich macht es nicht erfolgreich. Das heißt, am Ende des Tages, dich macht die Praxis erfolgreich. Wenn ich Menschen dabei zuschaue, wie sie fahren, und wenn ich neben dem Fahrlehrer die ganze Zeit sitze und mal das ganze Buch durchlese mit den ganzen Theoriefragen, werde ich nicht Autofahren lernen. Und was hat das jetzt damit zu tun mit dem Nugget eben? Weil die Arbeit zu klein ist. Weil wenn du doch täglich, jemand, der jeden Tag konstant ist, der sich nicht selber belügt, glaubt an seine Ziele. Ein Adrian, wisst ihr, wann Adrian P5 gegangen ist? Nicht als er Shoutout kam. Adrian ging P5, als er täglich die Dinge anfing zu tun, die ein P5 tun sollte. Was denkt ihr, warum der Mann so ein eisernes Belief hatte? Der Grund, warum du keinen Glauben hast daran, dass du 10.000 Funnel gehen kannst, keinen Glauben daran hast, dass du 100.000 Funnel gehen kannst, dass du PO50 kannst in dieser Woche, ist, weil du dich in der Vergangenheit oft genug selber belogen hast. Es ist nicht, weil du nicht an den PO50 glaubst. Es ist, weil du dir selber nicht mehr glaubst. Was meine ich damit? Dein Unterbewusstsein, dein Gewissen, ist wie eine zweite Person. Ich sehe zum Beispiel hier gerade, ich sehe zum Beispiel Sophie. So, jetzt stellt euch mal vor, Sophie sagt mir, ey Tarek, ich gehe morgen ins Gym, morgen 8 Uhr morgens treffen wir uns. Ich sage, ja Mann, let's go. Ich stehe morgen vorm Gym und Sophie ist nicht da. Sophie ruft mich zwei Stunden später an, ah, oh, schon verpennt. Lass uns morgen gehen, morgen eskalieren wir. Morgen bin ich wieder vom Gym, Sophie ist wieder nicht am Start. Am dritten Tag sagt mir Sophie, ey, ich werde jetzt richtig durchziehen meine Ernährung. Und ich sage, Digga, laber doch keine Scheiße, Sophie, du kannst nicht mal ins Gym, du willst deine Ernährung durchziehen. Genau so ist dein Unterbewusstsein aufgebaut. Du nimmst dir jeden Tag vor, ich stehe jetzt früh auf, ich gucke jetzt Go Live, ich mache jetzt Akquise, ich gehe jetzt P150. Weißt du, was passiert? Du tust die Dinge nicht und du belügst dich selber. Das heißt, am Ende des Tages, es ist nicht, weil du nicht mehr ans Business glaubst, es ist, weil du an eine Sache nicht glaubst, und zwar dein Spiegelbild. Denn die Person, die du in deiner Kamera siehst, die Person, die du jetzt gerade siehst, wenn du Byron nicht die Cam an hast, keine Ahnung, warum du auf dem Call bist, egal, am Ende des Tages, jemand, der konstant ist, der sich selber nicht belügt, glaubt an seine Ziele. Und du bist kein Winner bei dem, was du erreicht hast, sondern du bist, guck mal, ein Adrian Köhler, ein Adrian. Ein Adrian ist kein Winner bei dem, was er jetzt getan hat, oder? Nicht, weil er P5, warum muss ich jetzt bei mir Zoom aktualisieren? Keiner weiß. Perfekt. Ein Adrian ist kein Winner, weil er P5 gegangen ist, weil er hunderte von Menschen aufgebaut hat, weil er P1Ks, P2Ks aufgebaut hat. Ein Adrian ist nicht ein Winner bei dem, was er gestern getan hat, sondern bei dem, was er heute getan hat. Sondern bei dem, was du heute tust. Ich bin kein Winner bei dem, was ich gestern getan habe. Und auch nicht bei dem, was ich morgen tun werde. Sondern bei dem, was ich heute tun werde. Nicht gestern, nicht morgen. Und nicht auch das, was du von mir erwartest, aber das, was ich von mir erwarte. Das, was ich von mir erwarte, das macht mich zu einem Sieger. Lüge ich mich selber an? Habe ich gegen mich selber gewonnen im heutigen Game des Lebens? Weil darum geht es am Ende des Tages. Imran hat immer einen wunderbaren Satz gesagt. Die nächsten 90 Tage lang, du wirst einen Kampf gegen dich selber haben müssen. Du wirst einen Kampf gegen dich selber haben müssen. Was meine ich damit? Den Kampf dagegen haben müssen, mal auf eine Party zu verzichten. Den Kampf dagegen haben müssen, mal auf den Bullshit zu verzichten. Auf die Dinge zu verzichten, die du nicht brauchst. Klingt gerade zwar so hart und verzicht und hier und da. Man sagt aber immer so schön,
In order to get up, you have to give up. Immer wenn du etwas willst, musst du es anderes sein lassen. Wenn du dich gesund ernähren willst, musst du die Scheißernährung sein lassen. Wenn du ins Gym gehen willst, musst du diese 2 Stunden für TikTok von mir aus opfern. Verstehst du, was ich meine? Du lässt immer eine Sache liegen, wenn du dich für etwas entscheidest. Weil sich für etwas zu entscheiden, heißt auch, sich gegen etwas anderes zu entscheiden, oder? Simple Sache. Compete nicht mit der Person rechts und links. Ich will dir jetzt das Fundament mitgeben, bis ich auf die Umsetzung eingehe. Compete nicht mit der Person rechts und links von dir, sondern nur mit der Person von dir gestern. Hast du wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört. Am Ende des Tages hakt es wieder an der einen und derselben Sache, oder? An der Umsetzung. An der Umsetzung hakt es jedes einzelne Mal. Und ich will heute auf die Leute eingehen, drop mal eine 1 in den Chat. Wenn du mal eine Person hattest, sei ehrlich, ey. Wenn eine Person aus deinem Umfeld, aus deinem Team oder generell in IM einen Rank-Up hatte und du hattest ein bisschen dieses Ego, wo du dachtest so, Digga, warum er, warum sie und nicht ich? Drop mal, sei ehrlich. Du siehst diese Show und denkst so, warum? Ich kenne das Feeling. Und ich habe das damals, der Leader ist nicht mehr am Start, deswegen kann ich sagen, ich habe das damals bei einem P1-Leader gehabt. Ist damals Februar letzten Jahres, als ich frisch P6 ging, ist er P1 gegangen. Und es kommt, ich erzähle mal die Story. Und ich wusste, wie er privat hustelt, ne? Und ich wusste, ich habe ihn jedes Mal outworked. Ich wusste, ich bin besser in den Skills. Ich wusste, mein Kalender, weil ich hatte seinen Kalender, ist 3-mal so voll wie seiner. Und ich wusste, ich habe bessere Werte. Das war mein Gedanke damals. Ich wusste, ich habe bessere Werte. Und mein Gedanke war, warum er und nicht ich? Das war mein Gedanke, oder? Wer kennt es? Warum er und nicht ich? Und der beste Weg, sowas zu bekämpfen, ist Liebe, oder? Ihm hat eine Person auf P1 gefehlt. Die letzte Person für P1 habe ich ihm gesponsert. Ich habe mit einfach eine Person über Mickey gestartet, Devastation, man kennt's. Der Boy ist P1 gegangen. Und er weiß bis heute nicht, dass ich eine Person gesponsert habe. Ich habe es ihm nie gesagt. Aber ich habe es für mich selber getan. So, long story short. 2 Monate später sind wir P2K gegangen. Ja, 2 Monate später sind wir P2K gegangen. Der Boy war unbestätigt zu dem Zeitpunkt. Der Boy, wisst ihr, wer mir die letzte Person gesponsert hat? Das kannst du keinem erzählen. Wisst ihr, wer mir die letzte Person gesponsert hat für meine P2K? Er war's. Er war's. Und er wusste nicht, dass ich ihm was gegeben habe. Deswegen sagt man immer, um etwas zu erhalten, wirst du etwas geben müssen. Geben, ohne was zu erwarten. Geben, ohne was zu erwarten. Warum ich das gerade erzähle? Nicht, weil ich unbedingt ihn outranken wollte, sondern weil ich verstand, dass jeder seinen eigenen Bogen spannt. Und das heißt, vergleiche ich jetzt mit der Person, die jetzt PO50 ging. Lass dich an die inspirieren, Mann. Am Ende des Tages, es gibt Menschen, die früh... Leute, damals, und ich will dir sagen, limitier dich nicht in den nächsten 90 Tagen. Wenn du dir eine Sache aufschreibst, dann bitte das. Limitier dich nicht. Warum denn? Damals, Chris Lehmann, schnellster P2K in Empire, in 11 Monaten. So, dann dachte ich mir, ey, das kann ich in 9 Monaten machen. Dann sind wir in 9 Monaten P2 gegangen. Und was ist passiert? Lara Stiegler hat es nachgemacht. Und was ist dann geschehen? Es muss draußen wieder nur diesen Vollidioten geben, der naiv genug ist und sich denkt, ey, wenn der es in 9 Monaten macht, mache ich mal in 6. Simon ist in 2 Monaten P2 gegangen. Und morgen wird es noch irgendeinen anderen Geistkranken geben, der das in 1 Monat machen wird. Das heißt, am Ende des Tages schreibt jeder seine eigene Geschichte. Ich verstand einfach nur, ich spanne meine Bogen weiter. Mit jeder Runde Akquise, mit jeder Runde Go Live. Ich spanne meine Bogen. Ich vergleiche mich mit der Person rechts und links, die Ranker macht. Ich wusste, er hat seinen Pfeil abgefeuert. Mein Bogen wird noch gespannt. Mein Bogen wird noch gespannt. Und je länger er gespannt wird, desto weiter kommt der Pfeil. Desto härter schlägt er ein. Und heilige Scheiße ist der hart eingeschlagen. Das ist am Ende des Tages, ist es nicht, weil wir die... Du scheiterst nicht, weil du die falschen Dinge tust, sondern weil du einfach nur zu wenig von den richtigen Dingen tust. Weil du einfach nur zu wenig von den richtigen Dingen tust. Winners win, losers lose. Entscheide dich für eine der beiden Seiten. Ich will heute darüber reden, Goal Setting and Achieving. Und ich habe dir 4 Ziele runtergebrochen, okay? 4 Ziele, die du haben wirst, haben solltest für die nächsten 90 Tage. Das erste Ziel ist ein übergreifendes Ziel, okay? Das erste Ziel ist ein übergreifendes Ziel für die nächsten 90 Tage. Und du brauchst ein klares Datum. Wer willst du am 31. Dezember 2023 sein? Welchen Rank willst du haben? Welche Gewohnheiten? Schreib wirklich sehr detailliert. Welche Gewohnheiten willst du haben? Welchen Rank willst du haben? Wie soll dein Team aussehen? Willst du auf einen Teamkomma gesprochen haben? Was willst du achieved haben bis zum 31. Dezember? Der zweite Punkt ist, du brauchst ein Monatsziel. Ein Ziel für jeden einzelnen Monat. Wann plant man den Monat? Am Anfang, am Ende des Monats. Wann plant man die Woche? Am Ende der Woche. Wann plant man den Tag? Am Ende des Tages. So, das heißt, wir haben jetzt heute den 2. Oktober. Du solltest für dich gestern oder vorgestern die Ziele...
gesetzt haben für diesen Monat. Ziele für einen Monat. Wie viele Follow-ups wirst du gehabt haben? Wie viele First Calls wirst du gehabt haben? Wie viele Persons wirst du sein? Ein übergreifendes Ziel. Welchen Rank willst du haben? Welchen Rank willst du besitzen? Welchen Rank willst du im Team kreieren? Wie viele Go-Live-Sessions willst du geschaut haben? Wie oft willst du im Gym gewesen sein von mir aus? Aber was willst du erreicht haben bis Ende des Monats? Das dritte Ziel, wie man es auch denken kann, ist das Wochenziel. Das Ziel, was du dir wöchentlich setzt. Warum? Es ist so basic. Ich sag dir eines, guck mal her, wir sind gerade auf diesem Call, wenn ich mal gerade schaue. Wir sind 74 Leute, vielleicht schauen ein paar Leute zusammen, 75, 76. Am Ende des Tages, all die Punkte von, das ist kein Hexenwerk. Die Punkte sind easy, oder? Wir alle kennen sie bereits. Am Ende des Tages, gebe ich dir den Punkt mit, setze ich im Anschluss hin. Warum? Weil die meisten Leute machen den Fehler, du gehst aus einem Call raus und denkst dir, ja, jetzt nochmal eine Schippe Motivation bekommen. Ja, jetzt mach ich wieder denselben Scheiß und bekomme morgen dasselbe und dann bin ich morgen wieder frustriert. Warum? Weil ich erwarte, mit demselben was anderes zu bekommen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das heißt, wenn wir über Veränderungen sprechen, ist das dein Call? Ist das dein Impuls für die nächsten 90 Tage? Nothing change unless you change. Simple. Nothing change unless you change. Setz dir ein Wochenziel. Genau das ist wie das Monatsziel. Brechst du kleiner runter, Mann. Brechst du kleiner runter. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Und auf den gehe ich jetzt intensiver ein. Das vierte Ziel, was du dir setzt, sind deine Daily Methods of Operation. Täglich. Die Dinge, die du täglich tust, deine DMOs, Daily Methods of Operation. Und ich will jetzt einzelne To-Dos mitgeben. To-Dos, die du als reiner Kunde haben solltest, also als reiner Trader in dem Fall. Also, ich denke, jeder Kunde hier ist Trader. Ich gebe dir To-Dos mit als Unranked und P50, als P6, als P1, komplett. Und das Wichtigste ist irgendwo, guck mal, wenn du ein reiner Kunde bist, und vor allem jetzt auch, ich meine, jeder hier soll auf diesem Call traden, simpel. Deine To-Dos als Trader sind simpel. Ich gebe dir vier Punkte mit. Der erste Punkt ist, daily mindestens eine Go-Live-Session. An die Funded Trader hier. Widersprich mir, wenn ich scheiße laber. Du brauchst keine 3, 4, 5 Go-Live-Session am Tag. Du brauchst doch nicht, weißt du, du brauchst doch nicht die Märkte bis 1980 zu backtesten. Brauchst du auch genauso wenig. Eine Go-Live-Session am Tag. Und sogar wenn du funded bist, schau dir nur Go-Live-Session an. Sogar, ey, Leute, Price-Trap, Value-Trader-Price-Trap, das Ding ist kein Hexenwerk. Wir alle kennen die 5-Step-Confirmation, oder? Ich brauche mir nicht, aber ich schaue mir trotzdem jeden Tag von Anthony Paris eine Go-Live-Session an. Warum denn? Weil ich immer Dinge wieder aufschnappe, immer wieder. Seine Perspektiven vom Markt, er gibt Learnings mit. Die Fragen, die im Chat gestellt werden, sind vielleicht Fragen, die sich auf meine Probleme beziehen. Das heißt, am Ende des Tages, jeden Tag eine Go-Live-Session. Ist doch simpel, oder? Normaler Deal. Der zweite Punkt. Führe ein aktives Journal, aber nicht nur ein aktives Journal führen, sondern du führst ein aktives Journal mit deinem Buddy bzw. deinem Mentor. Simpel. Wer hat einen Mentor im Trading? Mit Mentor meine ich nicht einen Go-Live-Educator, den du schaust. Ich meine Mentor eine Person, der du jedes Setup von dir schicken kannst, die alles für dich bewerten würde. Ein Mentor meine ich eine Person, mit der, wenn du ein Struggle hast im Trading, mit der du dich am nächsten Tag hinsetzen kannst, die mit dir über alles geht. Das ist ein Mentor im Trading. Ich sag dir eines, du kannst es auf eigene Faust machen, weißt, was dir einen Boost geben wird, weißt, was dir schnell ein Level Up im Trading bringen wird. Hab einen Mentor an deiner Seite. Hab eine Person, die dir auf die Finger tritt. Hab eine Person, die dir Feedback gibt zu deinen Setups. Hab eine Person, mit der du deine Trades reflektierst. Der dritte Punkt, jeden Tag PD. Weil das heißt, das mit Trading zu tun. Leute, am Ende des Tages, wir alle wissen noch, wie Harmonics funktioniert, wir alle wissen, wie unsere Strategien funktionieren. Aber woran scheitert es doch? Selbstdisziplin. Selbstdisziplin. Man sagt immer so schön, either your numbers are red or blue, it's a reflection of you. Egal, ob deine Zahlen rot oder blau sind, sie reflektieren nur deine Persönlichkeit. Am Ende des Tages, bevor du ein erfolgreicher Trader wirst, das sagt jede einzelne Person, musst du eine erfolgreiche Persönlichkeit sein. Um zu lernen, wenn du Selbstkontrolle an den Märkten haben willst, brauchst du Selbstkontrolle in deinem Leben. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Wie oft gehst du ins Gym? Das ist der vierte Punkt. Hör ich gerade, das ist ja weird an. Geh ins Gym und ernähr dich vernünftig. For real, vertrau mir. Vertrau mir. Geh mal konstant, mach mal jeden Tag Sport. Ernähr dich mal vernünftig. Vertrau mir, du wirst dich nicht mehr damit schwer tun, konstant Akquise zu machen. Du wirst dich nicht mehr damit quälen. For real, du wirst dich nicht mehr damit quälen, bei dir im Spiegel zu gucken. Aber du wirst dich nicht mehr damit quälen, im Trading mal Nein zu sagen zu einem Setup, welches eigentlich gar keines ist. Im mal Nein zu sagen zu den News, die du traden willst, weil deine Challenge eh im Drawdown ist und denkst, Digga, fuck it, ich verballer das Ding jetzt. Warum denn? How you do anything is how you do everything. Vertraut mir, Leute, ich habe monatelang gesagt, der Spruch ist Bullshit. Vertraut mir, fragt das heute jeden P5 above, jeden P2 above, er wird dir sagen, heilige Scheiße, da steckt was dahinter. Da steckt was dahinter.
Weil ich habe immer gemerkt, immer wenn ich konstant im Gym war, konstant mich ernährte, ich hatte viel mehr Kontrolle im Trading. Ich stand viel konstanter morgens sehr, sehr früh auf. Du hattest viel mehr Self-Control. Als Trader, 90%, was du brauchst, ist nicht mehr die Theorie, sondern deine Selbstkontrolle. Deine Selbstkontrolle. Der Spruch, either your numbers are red or blue, it's a reflection of you. Vielleicht kannst du einen in den Chat schreiben. So, was sind deine To-Dos als Unranked oder als PO 50? Drop mal eine Eins in den Chat, wenn du Unranked bist, beziehungsweise gerade frisch launchst oder schon PO 50 bereits bist. Drop mal eine Eins in den Chat, wenn du Unranked bist oder ganz frisch PO 50, whatever. So, ich gebe dir ein paar, ich will dir PO 50, da habe ich nicht richtige To-Dos, aber ich gebe dir allgemeine Punkte mit. Schau mal, da. Als PO 50 auf P6 oder um PO 50 zu gehen, schau mal, um PO 50 zu gehen, brauchst du 5 Liegestütze. Um P6 zu gehen, brauchst du 10. Du machst dasselbe, nur doppelt so viel und ein bisschen intensiver. So gehst du P6. Du machst genau dasselbe. Du machst das, genau dasselbe, nur dreimal mehr. Nur dreimal mehr. Wie gehst du P50? Launch dich selber richtig. Launch dich selber richtig. Jetzt schau mal, hör mir bitte genau zu. Erzähl dir keine Ausreden. Und ich meine es komplett ernst. Warum denn? Weil oftmals, wenn wir ehrlich sind, wir wollen uns selber weismachen, dass wir jahrzehntelang gefühlt in die Schule gingen. Und keine drei Menschen haben, in die Schule ging, in den Fußballverein ging, in den Sportverein ging, in jeden Einkaufsladen waren, in überall tausendmal umgezogen sind und du willst dir selber weismachen, dass du keine drei Freunde hast, die sich mehr aufbauen wollen in ihrem Leben? Da stimmt was nicht. Denk mal, weil diese Geschichte erzählen wir uns, ja, ich habe keine Freunde, ich weiß. Aber es ist natürlich, haben die Leute sich ganz interessieren. Guck dir mal die Welt an, ich bin eben in der Bahn gewesen, in der S-Bahn und ich bin in Frankfurt. Und ich sehe die da und da sitzt eine, die telefoniert und die sagt, ja, ich will auf jeden Fall was selbstständig machen. Am Telefonieren, ich will auf jeden Fall was selbstständig machen, weil, keine Ahnung, gerade die reisen alle und ich sehe das Ganze auf TikTok und alles Online-Business, das ist gerade so im Hype, ich muss irgendwas selbstständig machen. Und die steigt so aus dem Zug raus, wie heilige Scheiße. Wir leben in der Zeit, Adrian, vielleicht kennst du es, Bro, ich habe gefühlt Einwände seit 6 Monaten nicht mehr behandelt. Damals vor 3 Jahren waren die Follow-ups viel schwieriger gewesen, oder? Kommt euch das auch so vor? Heutzutage, du musst keinen Einwand mehr behandeln. Weil die Leute checken doch schon, ey, it makes sense. Es macht Sinn. Menschen verlieren ihren Job. Entweder hassen Menschen ihren Job oder sie hassen die Umstände. Keiner sitzt montags am Steuer und sagt, ja, erstmal mit wenig Schlaf in die Arbeit fahren. Und wenn sie ihre Arbeit lieben, hassen sie die Urlaubstage oder das Gehalt, was kommt. Am Ende des Tages hat jeder Menschen draußen Probleme. Die Frage ist aber nur, bist du die Lösung aufs Problem? Simpel. Erzähl dir keine Ausreden. Erzähl dir keine Ausreden. Geh heute, wenn du unranked bist, geh heute auf den letzten PO50 dieser Organisation zu, sei es in Adams oder meinem Team, und frag sie, wie sie es gemacht hat. Sie wird dir sagen, ich habe mich richtig gelauncht. Ich habe mir die Entscheidung getroffen, mal jeden Einzelnen anzusprechen. Simpel. The more people expose, the more money you will earn. PO 50 auf P6. By the way, gerade ist die beste Zeit, um PO 50 zu gehen. Wir haben bis Sonntag den Discount. Ja, das ist insane. Wir haben in der nächsten Woche, haben wir die Probewoche. Wenn es eine Zeit gibt, excited zu sein, wenn es eine Zeit gibt, sein Business zu launchen, trust me, es ist diese Woche. Wenn du ne, ich gebe dir eine Sache mit an die Leute, die sagen, ja, ich fokussiere mich jetzt auf Trading und ich launche später. Bullshit. Weißt du, warum das Bullshit ist? Du willst networken, du hast aber Angst davor. Nicht Angst vor Ablehnung. Angst davor herauszufinden, wer deine echten Freunde sind. Weil ein echter Freund lehnt dich nicht ab, oder? Was ist ein Freund? Ein Freund oder eine Freundin akzeptiert dich für der du bist, für der, wo du nur willst und für das, was du siehst, oder? Und eine Person, die dich auslacht wie das, was du machst, war nie dein Freund. Das heißt, du hast Angst vor Network, du hast Angst vor der Wahrheit. Simpel. Und du kannst vor der Wahrheit wegrennen oder du stellst dich ihr. Simpel. Weil am Ende des Tages, das sind Skills, die insane sind, oder? PO50 auf P6, simpel. Und wie gesagt, warum gehen Menschen oftmals nicht PO50? Oftmals sind wir konstant, aber nicht in den richtigen Dingen. Und oftmals machst du die richtigen Dinge, aber nur nicht lang genug. Daran scheitert es. Du machst die richtigen Dinge, aber du machst sie nicht lang genug, mein Bester. Ja, Tarek, ich wollte schon mal PO50 gehen, das hat nicht geklappt. Und ich wollte schon mal PO50 gehen und das hat nicht geklappt. Weißt du, warum es nicht geklappt hat? Weil du aufgehört hast, als es nicht geklappt hat. Hört gerade so motivierend an, aber stimmt doch. Du hast aufgehört, als es nicht geklappt hat. Und deswegen bist du nicht Pion 50. Nicht wegen Person A, nicht wegen Person B, die dir absagt. Deswegen bist du noch nicht Pion 50. Simpel. Sie machen und hören dann auf. Committe dich mal. To do's als P600. Drop mal eine 1 in den Chat, wenn du P6 bist. Drop mal eine 1 in den Chat, wenn du P6 bist. Vier To-Dos. Okay, vier To-Dos. Der erste Punkt, Phase 1. Und die Leute, die in Phase 1 gut sind, ich denke an Leute wie einen
Adrian, an Leute wie an einen Ben, an einen Chris, an solche Leute, an einen Max, an Leute, die in Phase 1 gut sind. Wisst ihr, was geil an dem Ganzen ist? Egal wie oft dein Team droppt, egal wie oft ein Leader quittet, es juckt dich nicht. Warum? Weil du weißt, du kannst den Scheiß neu aufbauen. Wenn du gut in Phase 1 bist, dann weißt du, du kannst dein Team wieder neu aufbauen. Das ist der Grund, warum ich mich nie habe runterziehen. Aber ich wusste, ey, wenn der quittet, Digga, ich baue einfach neu auf. Hä, was will ich mit dem? So ist Network Marketing. Mein Team droppt, ich baue den Scheiß von neu auf. Ich habe es schon mal getan. Diese Mentality etablierst du. Vertrau mir, als P2K wirst du nützlich sein. Als P2K wirst du nützlich sein. Phase 1. Wenn du nicht in Phase 1 bist, machst du dein Business abhängig von deinen Partnern. Kurze Frage. Oder keine Frage. Kurze Sache hier. Guck mal, Chris. Die nächste Person, der nächsten Chris starten kann, ist Chris selber. Eiser. Die nächste Person, die nächste Eiser. Wir alle wollen doch in einem Bein von uns immer den nächsten Tarek haben, den nächsten Adren haben, die nächste Eiser haben, oder? Wir alle. Digga, wenn ich in jedem Bein eine Version von mir hätte, Digga, ich würde den komplett outmaxen. Der Punkt ist aber, wenn du in jedem Bein eine Person von dir haben willst, muss sie von dir kommen. Das muss von dir kommen. Wenn du eine 10 bist, kannst du alles drunter starten. Aber wenn du keine Person startest, deine Partner, die Zweien, die Dreien, die Vieren sind, die starten alles drunter. Der erste Punkt ist Phase 1. Der zweite Punkt ist Promotion. Promotion. Als P6 ist es keine Aufgabe, deinem Partner ganze Zeit Value zu geben und ihnen Gamepläne zu geben. Als P6, du promotest deine Partner auf Events. Du promotest deine Partner auf Teamcalls, weil du verstehst, ein Partner, der auf jeden Teamcall ist, quittet nicht. Weil du weißt, ein Partner kann auf einen Call kommen, er kann einen Satz hören und sein Leben verändern. Artyom bei mir in der Organisation. Artyom war vor ein paar Monaten auf dem Call von mir und Adrian. Wie ist der Call? Irgendwas mit Crawling. Keep crawling. Step up or keep crawling. So hieß er, glaube ich. Genau. Und er war auf dem Call und er schreibt mir nach diesem Call: Bro, scheiß auf die Excuses, ich launch jetzt. Seine Aussage. Hat sein Leben komplett verändert. Seine Schwester ist im Business gesigned. Alleine das, seine Schwester ist im Business gesigned. Max habe ich auf Empire Rises promotet. Und Max ist, ich darf es nicht sagen, Leute, aber Max hat ein gutes Einkommen erreicht ein paar Monate später bis hier. Promotion, so ein unfassbarer Key. By the way, kurze Sache, ich werde den Call um 2, 3 Minuten ausschweifen müssen. Kurz Daumen in die Cam, wenn es klappt. Wunderbar, danke, Freunde. Geil, wir sind alle bei Mickey in der Orga. Grauenhaft, egal. Der dritte Punkt, als P600, du nutzt den Hebel. Du nutzt den Hebel und identifizierst Probleme. Das heißt, wenn du P6 bist und du siehst, hey, mein Partner hat da gerade einen Struggle, du nimmst dir nicht die Aufgabe, selber zu lösen. Natürlich, du bist cool mit dem Partner, ja, aber der Punkt ist, schau mal, du kannst die krassen Punkte droppen, aber warum sollte dein Partner dir zuhören? Warum sollte dein Partner dir folgen? Wer bist du als P6? Es ist ein geiler Rank, ja, aber der Punkt ist, dein Partner denkt sich, ja, $600 nebenbei, ich verdiene mehr als du. Was bringt ihm das? Du hast keine Credibility. Weißt du, was du aber machen kannst? Du hebelst Adrian, du hebelst Imran, du hebelst Mika, Julia, whatever, mich. Und du nutzt das Edifying als Überbrückung. Das heißt, wenn du Probleme hast, identifizierst sie, du nutzt den Hebel. Und der vierte Punkt als P6 und der wichtigste neben Phase 1, übernimm Verantwortung, Mann. Übernimm Verantwortung. Und damit meine ich, sei in der Teamgruppe der Aktivste. Sei auf dem Teamcall der Erste. Habe auf dem Teamcall als erstes die Cam an. Wenn du siehst, die Teamgruppe ist tot, bring Leben rein. Wenn du siehst, heute ist ein Teamcall und es wurde noch nichts promotet, dann machst du die Promo. Warum denn? Der Wachstum deines Businesses sollte nicht von anderen abhängig sein. Der Wachstum deines Businesses sollte nicht von deiner Upline abhängig sein. Der vierte Punkt, Verantwortung übernehmen. Und wichtige Sache, bitte, wenn du nicht P6 oder P1 bist, setz die Punkte nicht um. Sie schaden dir mehr, als sie dir helfen werden. Ich sag's dir. Das, was du brauchst bis zu P6, ist Work Ethic. Nichts anderes. Work Ethic. Reiß dir den Arsch auf. Ich schwör's dir. Jeder hier wird es bestätigen. Du musst dir den Arsch aufreißen. Klingt gerade zwar hart, aber am Ende des Tages, Erfolg und Unternehmertum ist hart. Ist einfach so. Es ist einfach hart. Simple. To do's als P1K. Okay, wenn du P1-Leader bist, drop mal eine 1 in den Chat. Wenn du P1-Leader bist. So. Der erste Punkt, Phase 1. Simple. Phase 1. Viele Leute werden ab P1K komfortabel und kümmern sich um ihre Partner, aber in Wirklichkeit hast du 23 Partner, davon sind 4 Leute am Start, 10 Leute sind so, ja, semi, kann man eigentlich machen, gute Kunden. Dann hast du 5 Leute, die sind mal da, mal nicht, und der Rest ist ein reiner Hühnerhaufen, die eh nicht durchziehen wollen. Wenn wir mal ehrlich sind, oder? Das heißt, du hast kein Team, du hast einen Hühnerhaufen. Dein Team besteht aus 3, 4, 5, 6 Menschen. Das, was du brauchst, du bist immer noch im Building. Immer noch im Building. Phase 1. Der zweite Punkt. Du übernimmst weiterhin Verantwortung, aber jetzt nicht nur, wichtig, du behandelst nicht nur die Gruppe deiner Upline wie deine eigene, sondern du übernimmst jetzt Verantwortung über Launches und bist ständig unterwegs. Und damit meine ich, du guckst, wo bin ich dieses Wochenende?
Und ein P1K ist auf jedem Event. Ich sag, auf jedem Event. Ich habe bis heute, ein A3 wahrscheinlich genauso, kein einziges Event verpasst. Kein einziges. Kein einziges. Ich sag's dir. Matt Rose ist am Mittwoch da. Ich bewege Himmel und Hölle, um dort zu sein. Ich schwör's euch. Wenn mir da einer ist, der in den Top 3 Network Marketing sind, der Six Figures macht im Monat Residual im Network Marketing, der seit 10 Jahren der Profession ist, ich bewege Himmel und Hölle, um dort zu sein. Ist mir egal. Simpel. Als P1K hast du dieses Commitment. Zweiter Punkt wieder: Verantwortung bei Launches. Du machst selber Meetings. Wenn dein Adrian heute in Chemnitz ist, bist du morgen in Düsseldorf und launchst einen Partner. Ohne dass Adrian dir sagt, mach Meetings. Du solltest deinem Adrian sagen: Ey, Bro, ich mach da Meetings, kommst du mit mir. Du solltest es von alleine tun. Tu du es als P1K, das, was ich getan habe. Imran kann es bezeugen, Mika kann es bezeugen, Adrian kann es bezeugen. Phase 1: Verantwortung bei Launches übernommen und wirklich ständig unterwegs gewesen, on the run gewesen. No fucking excuses. Der dritte Punkt: Promotion. Du promotest jeden einzelnen Partner auf jedes Geschehen ist, auf jedes Event, Probewoche. Die Promotion, die jetzt da ist, ist nur so gut, schreib den Satz auf: Die Promotion ist nur so gut wie die Promotion an sich selbst. Die Promotion wird nur hitten, wenn du sie gut promotest. Sonst wird die ein Dreck sein. Simpel. Und der vierte Punkt wieder als P1, Hebel nutzen. Du merkst, unterscheidest du dich, oder? Weil es simpel ist, Mann. Weil es simpel ist. Der vierte Punkt, du nutzt den Hebel weiter. Leute, wenn ihr euch ehrlich bin, für die letzten 2 Minuten, wie sollte ein Run aufgebaut sein? Mit einem Run meine ich Massive Sacrifice. Mit einem Run meine ich, du verzichtest auch mal auf Dinge. Für 90 Tage, du hast das übergreifende Ziel jetzt? Okay, cool. Jetzt stell dir mal die Frage, was bist du bereit für dieses Ziel zu tun? Leute, ich weiß noch, 90 Tage nach Barca sind wir P2K gegangen. Und ich war im Barca, ich war im Backoffice P150. 90 Tage nach Barca sind wir P2K gegangen. Und wir waren auf 90 Partner. 90 Tage waren wir auf 90 Partner. Worauf habe ich in dieser Zeit verzichtet? Ich bin euch ehrlich, zeig mir negative Menschen. Ich habe keine, Leute, wenn ich in einem Raum war, wo es um Bullshit ging, die Leader hier können es bezeugen, man ging aus dem Raum raus. Man hat sich keine Reels angeschaut. Man hat sich keine Fußball-Highlights angeschaut. Man hat sich keine TikToks angeschaut. Man hat keine Flammen aufgebaut auf Snapchat. Ich bin real. Man war durchgehend unterwegs. Leute, ich hatte in dieser Zeit, Leute, ich habe das erste Mal wieder Musik gehört seit meinem Start in Dubai, als wir das Incentive dort hatten mit Adrian und Imran gemeinsam. Da habe ich das erste Mal wieder Musik gehört. Leute, wenn ich ein Lied hörte, ich habe mir Kopfhörer in den Ohr gesteckt. Warum denn? Weil ich schaue, dass ich mich selber auf Erfolg programmiere. Und es gab Tage, wo auf Schlaf verzichtete. Ich erinnere mich an Tage, wo das NBA-Event war. Das NBA-Event war in Köln, wo wir in Osterode ein Home-Event hatten mit 3 Leuten. Und 2 Leute davon kannten das Business und der eine war ein Teampartner. Das war das Home-Event. Ich bin das verfluchte Kaff 10 Stunden gefahren. Und wir fahren nachts wieder zurück, ohne Schlaf. Sind im ICE, ohne verfluchten Ticket. Aber wir mussten zum Event und pünktlich sein. Und ich weiß noch, wir haben noch 3 Stunden gehabt. Wir sind am Kölner Dom. Und Atne, du dich penn am Kölner Dom ein, an der Bank, wie Obdachlose. Das ist der Sacrifice. Den gerade zwar hart. Ich weiß noch, auf diesem Event, Imran und ich haben die Entscheidung getroffen, P2K zu gehen. Der Boy ist, glaube ich, 2 oder 3 Tage danach P2 gegangen. Und ich bin eine Woche danach P2 gegangen. Simpel. Es klingt zwar hart, wenn ich aber zurückdenke, die Entscheidung konnte es mir ermöglichen, das letzte Silvester meinen Eltern zu verbringen und meinen Geschwistern zu verbringen, ihnen alles zu finanzieren. Diese Entscheidung konnte mir ermöglichen, auf Bühnen zu stehen, auf Touren zu sein, Menschen zu inspirieren, Menschen zu helfen. Das heißt, du wirst eine Entscheidung für dich treffen müssen. Eine klare Decision. Das heißt, jetzt hast du von mir Punkte bekommen, die du selber brauchst, für jeden einzelnen Rank, als reiner Kunde. Das, was du jetzt benötigst, ist die reine Umsetzung. Ist die reine Umsetzung. Du bist jetzt excited nach diesem Call, aber trust me, morgen wird es anders aussehen. Übermorgen wird es anders aussehen. Ich gebe dir die letzte Sache mit. Und damit beende ich dann meine Part. Das, was du brauchst in den nächsten 90 Tagen, keine Emotion. Keine Emotion. Du musst es lernen, unabhängig von den Emotionen zu arbeiten. Du wirst Tage haben, da fühlst du dich geil. Und du wirst Tage haben, da fühlst du dich scheiße. Das, was Erfolgreiche von erfolglosen Menschen unterscheidet, ist, dass sie arbeiten können, ohne sich abhängig zu machen von Emotionen. Simpel. Deswegen, Chris Bro, ich gebe wieder an dich zurück ab. Danke, Guys, für eure Aufmerksamkeit. Let's run. It's Harvest Season, Baby. Und da würde ich sagen, by the way, kurze Sache an mein Team. Es kommt ein neuer Link um 1 und jetzt sofort in die Teamgruppe. Kommt drauf, Guys. Wir haben einen Rank-Up. Let's get it, Mann. Danke auf jeden Fall für deinen Part, Brudi, für diese Punkte. Und ich möchte gar nicht irgendwie jetzt in die Länge noch das Ganze ziehen oder sowas, sondern ich möchte noch ganz kurz.